Gast, wohin führt Sie der erste Weg? In die Innenstadt. Ich habe in München nicht nur gelebt und bin hier aufgewachsen, sondern habe auch studiert. Die Hochschule ist nicht weit vom Odeonsplatz und vom Zentrum von München entfernt. Das ist eigentlich mein erster Weg. Ich gehe dahin, gehe im Café Luitpold oder irgendwas einen Kuchen essen oder, und spaziere dann so ein bisschen durch die Altstadt oder durch den Hofgarten. Und da hat man irgendwie sofort wieder das München-Feeling sozusagen in wenigen Minuten erreicht. Können wir vorstellen, die Damenwelt umkreist ab heute das Café Luitpold. Oh je. Die Opernwelt kennt sie, der Rest der Welt wird sie kennenlernen. Ich habe so den Eindruck, Deutschland, Bayern entdeckt sie gerade erst. Obwohl Zürich, New York, London, da sind sie schon entdeckt worden und ein großer Star. Wie erklären Sie das? Wie kommt das? Na, es gibt natürlich diese berühmte Geschichte mit dem Propheten im eigenen Land. Mhm. Aber ich denke, da ist schon was Wahres dran. Und man muss halt versuchen, sozusagen in die Fremde gehen, um dort sich seinen Namen zu machen und dann mit diesen Vorschusslorbeeren ausgestattet, dann wieder zurückzukommen. Denn das sozusagen Schritt für Schritt hocharbeiten ist einfach schwieriger. Man wird einfach mit anderen Augen angesehen. Es ist nicht so, dass man jeden Fortschritt sofort erkennt, wenn man jeden Tag sieht. Das ist wie mit mir, wenn ich ein paar Wochen nicht da war und nach Hause komme, merke ich viel mehr, wie die Kinder gewachsen sind, als meine Frau, die sie jeden Tag sieht. Mhm. Deshalb, ich glaube, ist das so auch zu erklären. Schritt für Schritt, Sie haben es angesprochen, ein paar Schritte dieser Laufbahn haben wir filmisch zusammengefasst und das schauen wir uns jetzt zusammen an. Prima. Er hat das Aussehen und die Lässigkeit eines Rockstars, das schrieb das New York Magazine. Dabei ist er auf den Opernbühnen zu Hause, Jonas Kaufmann. Er hat eine Stimme, die das Publikum dahinschmelzen lässt. Der beste Tenor, den Deutschland derzeit zu bieten hat. Dabei hätten wir fast auf ihn verzichten müssen. Denn zunächst wollte Kaufmann Mathematiker werden. Doch dann entschloss er sich zum Musikstudium in seine Heimatstadt München. Sein erstes Engagement war in Saarbrücken. Mittlerweile hat er in fast allen großen Häusern der Welt gesungen. Anna Netrebko fand ihren smarten Partner bei der Traviata in London einfach fantastisch. Leider sind seine Auftritte in Deutschland noch viel zu selten. Doch vielleicht wird sich das ändern. Die Bayerische Staatsoper zeigt großes Interesse. Die Staatsoper zeigt Interesse. Was tut sich da? Ist da schon was spruchreif? Ja, ich denke schon. Also ich werde sicherlich nicht zu viel verraten, wenn ich sage, dass ich zu den Festspielen im nächsten Sommer eine neue Produktion Lohengrin machen werde. Also den Lohengrin. Davor gibt es noch ein paar Traviata, eine Wiederaufnahme mit ein paar Vorstellungen. Aber wir sprechen jetzt von 2009. Richtig, von 2009. In diesem Jahr ist sozusagen das Einzige, was bei der Staatsoper stattfindet, morgen Abend ein Liederabend im Prinzregententheater. Mhm. Immerhin mehr als nichts, aber. Aber Sie werden spätestens 2009 wieder häufiger und öfter in Ihrer Heimatstadt München. So ist es, genau. Ja. Sie sind hier zur Schule gegangen. Mhm. Sie haben Leistungskurs Musik, was sonst belegt. Sie haben aber auch einen unheimlichen Draht zur Mathematik, habe ich mir sagen lassen. Sie haben sogar angefangen, das zu studieren. Wie um alles in der Welt geht Mathematik, Naturwissenschaft und Kunst, Musik zusammen. Wie vereinen Sie das? Naja, also ich glaube schon, dass das was irgendwo miteinander zu tun hat. Also natürlich muss man vielleicht etwas fürs logische Denken geboren sein, aber das ist auch nicht abträglich, um Musik machen zu können. Ich habe einfach Mathematik immer geliebt, das war eine große Leidenschaft, ist es vielleicht immer noch, natürlich nicht so sehr jetzt wie die Musik. Mhm. Das war mein zweiter Leistungskurs und nachdem mein Vater immer so schön gesagt hat, mach doch irgendwas Gescheites. Solides fürs Leben. So ist es, genau, habe ich gedacht, Mathematik, das ist es jetzt. Und jetzt haben Sie eine brotlose Kunst eingeschlagen, ja, also ist es nicht. Gott sei Dank, ich klopfe auf Holz, nicht ganz so brotlos. Die Kunstwelt hat Sie gewonnen und behalten, wir werden jetzt auch was davon haben und davon hören. Mhm. Wir hören Sie am Flügel, Sie werden begleitet von Helmut Deutsch am Flügel und wir hören aus dem Zyklus Schlichte Weisen, Opus 21 von Richard Strauss, auch ein Bayer, Garmisch, Ach weh, mir unglückshaftem Manne. Prima. Nur das Kaufmann in der Abendschau. Vielen Dank.
Ach weh mir, unglückhaftem Mann, dass ich Geld und Gut nicht habe. Sonst spannt ich gleich für Schimmel an und für zu dir in Trabe. Ich putzte sie mit Schellen aus, dass du mich hörst von Weitem. Ich steckt einen großen Rosenstrauß an meine linke Seite. Und käm ich an dein kleines Haus, tät ich mit der Peitsche schlagen. Da gucktest du zum Fenster aus, was willst du? Tätst du fragen, was soll der große Rosenstrauß, die Schimmel an dem Wagen? Dich will ich, rief ich, komm heraus, da tätst du nimmer fragen. Nun, Vater, Mutter, seht sie an und küsst sie rasch zum Scheiden. Weil ich nicht lange warten kann, meine Schimmel wollen's nicht leiden. Ach weh mir, unglückhaftem Mann, dass ich Geld und Gut nicht hab. Jonas Kaufmann in der Abendschau, Klassik in der Abendschau.